Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Rennsimulationen und Racing Games getestet und da war es mal an der Zeit, ein Ranking der 5 besten Racing Games aufzustellen für diejenigen unter euch, die sich vielleicht gerade ein Lenkrad zugelegt haben oder vielleicht auch schon sehr gutes Equipment haben, aber noch nicht wissen, mit welcher Simulation sie am besten starten sollen. Wichtig vorab zu erwähnen ist hier, dass es in diesem Video nicht um Arcade Racer wie Need for Speed oder Controller Games geht. Es geht vor allem mal darum herauszustellen, welche Games mit einem Lenkrad in die Reihe der Simulationen gehören und wirklich lohnenswert sind, mal auszuprobieren und für maximalen Spaß am Wheel auf dem Asphalt sorgen. Wer diesen Kanal hier schon kennt, der weiß, dass ich hauptsächlich die offiziellen F1 Games auf YouTube zeige, weil ich persönlich ein riesen Fan der F1 Kisten und der Geschwindigkeit bin. Allerdings können wir diese Art von Games für dieses Video hier auch erstmal außen vor lassen, denn wir wollen ja wissen, welche Spiele sich für Anfänger vom Fahrgefühl mit einem Lenkrad besonders lohnen. Und da fallen zumindest zum heutigen Stand der Dinge die Formel 1 Games leider nicht darunter, obwohl natürlich das gesamte Erlebnis eines Rennwochenendes mit Karrieremodus, offiziellen Teams und Regeln, alle F1 Strecken mit Safety Car Phasen, Einführungsrunden und all den Dingen in dieser Art von Spielen wirklich gut präsentiert sind. Starten wir direkt mal rein mit meiner Nummer 5 unter den besten Games mit Lenkrad. Auf Platz 5 haben wir direkt schon einen Giganten der Simulation, wenn nicht sogar die größte und realistischste Rennsimulation der Welt. Ich habe diese Rennsimulation mit in die Liste gepackt, weil sie eine der beliebtesten überhaupt ist und wichtig zu erwähnen ist, aber leider einen ganz besonderen Haken hat, was für Anfänger von euch vermutlich wirklich nicht zu empfehlen ist. Es geht um die Simulation iRacing, die seit 2008 auf dem Markt ist und immer weiterentwickelt wird. Diese gibt es nur für den PC und ist eigentlich für die Hardcore-Racer mit teurem Equipment gemacht, die die volle Welt der extremen Rennsimulation voll ausschöpfen wollen. Wenn man so will, ist die Rennsimulation iRacing die Spitze des Eisbergs und ihr solltet selbst als Anfänger mal auf jeden Fall davon gehört haben. iRacing ist auf Online-Racing ausgelegt und ihr habt mitunter den besten Multiplayer an öffentlichen Rennen, an denen ihr alle paar Stunden teilnehmen könnt. Ihr müsst dafür allerdings Autos, mit denen ihr fahren wollt und auch die Strecken alle separat kaufen. Außerdem müsst ihr, um in bestimmten Rennen überhaupt teilnehmen zu dürfen, einige Rennen in einem Mazda Cup verbringen, um euch eine Lizenz zu erarbeiten, weil der komplette Multiplayer auf einem Lizenzsystem aufgebaut ist. Eine große Stärke von iRacing ist aber das Fahrgefühl und Force Feedback, also die Vibrationen und Fahrverhalten, was auf euer Lenkrad übertragen wird. Sehr viele Autos sind auch von echten Rennsportteams für diese Simulation bereitgestellt worden und repräsentieren das echte Fahrgefühl und haben oft ein wirklich gutes Schadensmodell. Nicht ohne Grund fahren deshalb auch einige echte Rennfahrer in dieser Simulation. Falls ihr aber als Anfänger mal testen möchtet, wie sich wohl ein echter Rennwagen steuert, dann könnt ihr mit einem Abo-Modell das Ganze mal für einen Monat für $13 testen und euch vielleicht ein, zwei Autos kaufen, was zum Start und zum Ausprobieren wirklich sehr gut ist und auch der Grund, warum ich iRacing hier mit erwähne, weil das ja erstmal nicht uninteressant ist. Wichtig ist aber zu wissen, dass ihr quasi monatlich bzw. jährlich dafür bezahlt und das kann dann mal schon richtig teuer werden, wenn ihr über die Jahre dann auch noch die Autos für 10 Euro und Strecken für jeweils 15 Euro kaufen müsst. Zusammenfassend, Anfänger sollten sich das sehr gut überlegen, wie viel Geld sie direkt in eine richtig gute Simulation investieren wollen. Pluspunkt ist natürlich das einzigartige Fahrgefühl und die Online-Rennen und das solltet ihr zumindest als Anfänger euch schon mal notieren, falls ihr mal über die Jahre die Nummer 1 im Simracing ausprobieren wollt. Haken wir iRacing mal ab und kommen wir zu den Simulationen, die auch wirklich als Anfänger lohnenswert sind auszuprobieren, um direkt loszustarten. Da haben wir auf Platz 4 eine wirkliche Legende von Racing Game. Es geht um Assetto Corsa aus dem Jahr 2014. Wichtig direkt vorab zu wissen ist, dass diese Simulation zwar auch für die Konsole gemacht ist, allerdings lohnt es sich nicht wirklich, das Ganze für die Konsole zu kaufen, denn hier habt ihr mehr oder weniger den Stand von 2014. Da dieses Game wirklich schon sehr alt ist, lebt Assetto Corsa mittlerweile weiter durch die Community, die dieses Racing Game für PC durch Modding immer weiterentwickeln und am Leben erhalten. Das ist vermutlich auch der Grund, warum dieses Game quasi dauerhaft auf Platz 1 der am häufigsten gespielten Steam-Rennspiele weltweit ist. Wenn ihr das Basisspiel für rund 20 Euro besitzt, dann habt ihr hier schon eine sehr große Auswahl an verfügbaren Strecken und Autos. Ihr könnt aber zusätzlich auch weitere Pakete mit Autos und Strecken dazu kaufen. Wenn ihr alle Zusatzinhalte kauft, dann seid ihr in Summe immer noch bei rund 100 Euro. Die Stärke von Assetto Corsa ist unter anderem das wirklich verdammt gute Fahrgefühl für die unterschiedlichen Arten von Autos. Dazu hat Assetto für diesen Preis meiner Meinung nach eines der besten Force Feedbacks am Lenkrad, was Bodenwellen und Reifensimulation angeht. Das Fahren mit Lenkrad an sich fühlt sich einfach so verdammt authentisch an, auch wenn das Schadensmodell leider zum Beispiel gegenüber iRacing wirklich nicht sonderlich gut ist. Da das Spiel aber schon ein paar Jahre alt ist, hat es leider nicht mehr die beste Grafik, was aber nicht so schlimm ist, wenn ihr vor allem Spaß mit dem Lenkrad und verschiedenen Autos haben wollt. Wenn ihr das für den PC installiert habt, dann gibt es unzählige Möglichkeiten, das Game durch Mods grafisch hübscher zu machen und euch kostenlose Strecken und Autos von privaten Entwicklern ins Spiel zu bringen.
Dem sind quasi keine Grenzen gesetzt und ihr könnt auf x Strecken mit x unterschiedlichen Autos fahren. Auf welchen Seiten ihr Zusatzinhalte und Grafikanpassungen für dieses Spiel auf PC bekommt und wie das alles funktioniert, würde aber in diesem Fall dieses Video hier sprengen. Es gibt da draußen aber unzählige Tutorials und Seiten, die das alles erklären. Ein kleiner Nachteil an Assetto Corsa ist der mittlerweile etwas in die Jahre gekommene Multiplayer und die gegnerische KI, die man einstellen kann, ist leider nicht wirklich immer gut in den Einzelspielerrennen, was echt schade ist, weil das Game im Multiplayer kaum noch gespielt wird. Trotzdem ist diese Simulation fahrerisch eine der besten zum Einsteigen, weil man viele Autos und Strecken für wenig Geld ausprobieren kann und diesem Game keine Grenzen gesetzt sind, wenn man sich weiter mit den Möglichkeiten auf PC beschäftigen will. Assetto Corsa ist demzufolge schon mal eine echte Empfehlung für alle Anfänger und Einsteiger, die sich vielleicht gerade ihr erstes Lenkrad geholt haben. Unter den Top 3 der besten Simulationen für Anfänger ist ein sehr enger Verwandter von Assetto Corsa, nämlich der wohl beliebteste Renntitel für GT-Fans der letzten Jahre, Assetto Corsa Competizione. Dieses Game ist von 2019 und repräsentiert die echte Atmosphäre der GT3-Meisterschaften wie kein anderer Titel zuvor. Ehrlich gesagt ist dieses Racing-Game rein grafisch das Beste, was ich in den vergangenen Jahren gefahren bin und ist rundum wirklich gelungen. Anders als der reine Titel Assetto Corsa hat dieser Nachfolger eine Einschränkung, dass wirklich nur GT-Autos gefahren werden können, was für mich selbst schon ein großer Minuspunkt war, weil ich wie anfangs erwähnt Riesenfan der schnellsten Rennklassen bin. Allerdings macht Assetto Corsa Competizione den Job in Sachen Fahrphysik, Handling und Force Feedback genauso gut wie die Top-Renntitel und ist die Top-Empfehlung für diejenigen unter euch, denen es egal ist, wenn die Auswahl an Rennklassen nicht so groß ist, denn der Fahrspaß mit dieser Grafik und mit dem Multiplayer macht das allemal wieder wett. Für rund 30 Euro bekommt ihr hier bereits ein echt gutes Paket an Autos und Strecken zur Verfügung gestellt und es gibt sehr oft auch Sonderangebote auf Steam für die PC-Spieler unter euch. Für Konsolenspieler kann man das Ding genauso empfehlen, denn hier gibt es mal keine wirkliche Einschränkung, wo der PC deutlich die Nase vorn hat. Besonders herausstellen muss man hier, dass sich die Autos trotz selber Rennklasse sehr unterschiedlich fahren. Ein AMG fährt sich deshalb deutlich anders wie ein Porsche und es dauert doch sehr lange, bis man die unterschiedlichen Fahrzeugklassen ordentlich im Griff hat und damit ordentlich gute Rundenzeiten hinlegen kann. Ähnlich wie iRacing ist dieses Game auch sehr anspruchsvoll zu beherrschen, aber dennoch auch für Anfänger ein echtes Muss, weil sich auch hier die Simulation am Lenkrad echt genial anfühlt und das Force-Feedback hinter dem Steuer echt Spaß macht. Dadurch, dass auch die Grafik meiner Meinung nach aktuell die beste am Markt ist, hat man tatsächlich das Gefühl, echt in einem GT-Auto zu sitzen. Ich persönlich bin mit diesem Titel bisher allerdings noch nicht so warm geworden, weil mir hier einfach viele andere Rennklassen fehlen. Während in dieser Simulation auch noch andere Klassen mit am Start, wäre das vermutlich beste Racing-Game des Jahrzehnts. Platz 2 der besten Rennsimulationen da draußen geht meiner Meinung nach an ein Rennspiel, was zwar vom Fahrgefühl und Lenkrad-Force-Feedback nicht ganz an die Top-Games wie eben schon vorgestellt herankommt, aber aus gutem Grund für Anfänger mit Lenkrad eines der besten Racing-Games ist, die man sich vorstellen kann. Dieses Rennspiel kombiniert meiner Meinung nach alle bisher vorgestellten Welten miteinander. Für rund 20 Euro bekommt ihr auf Steam schon die Basisversion mit sehr vielen verschiedenen Fahrzeugklassen und einigen Strecken. Für rund 100 Euro in Summe mit mehreren Packs bekommt ihr dann alle Inhalte und ehrlich gesagt, Leute, die Fahrzeug- und Streckenauswahl ist einfach riesig. Vom Monaco Grand Prix über den alten Hockenheimring bis hin zur Nürburgring Nordschleife mit ehemaliger Südschleife ist alles mit dabei. Man kann allein Stunden nur mit dem Ausprobieren verschiedener Autos und Strecken verbringen. So sind zum Beispiel vom Kart bis zum GT1 oder Formel 1 Autos so ziemlich alle Klassen vertreten. Unter anderem auch Autos und Strecken, die man so vielleicht noch nie gesehen hat, denn das Entwicklerstudio kommt aus Brasilien, weshalb auch einige brasilianische Strecken im Spiel sind, die vielleicht viele von euch noch nie gefahren sind oder überhaupt gesehen haben. Dazu kommt, dass AMS 2 die beste Wettersimulation hat, die man sich vorstellen kann. So könnt ihr natürlich bei Sonnenschein fahren, es gibt aber auch Nebel, Starkregen und sogar Sturm, wobei letzterem es kaum mehr möglich wird, sein Auto auf der Strecke zu halten, weil sich überall riesige Pfützen bilden und das Gefühl beim Fahren und der Wetteränderung echt authentisch ist. Die Fahrphysik ist dabei ziemlich berechenbar, auch wenn das Schadensmodell in Automobilista 2 je nach Einstellung etwas zu sensibel ist und bei einem Einschlag zwar mal Teile fliegen, aber jetzt auch nicht unbedingt das Realistischste ist. Auch die KI in dieser Simulation ist einfach super gut und es macht super viel Spaß, Offline-Rennen anzulegen und einfach mal einige Rennen gegen die KI zu fahren. Es ist zum Beispiel auch möglich, Multiclass-Rennen zu erstellen und unterschiedliche Klassen gegeneinander fahren zu lassen. Allerdings ist die KI bei Wetteränderungen einfach viel zu stark und ein plötzlicher Starkregen oder ähnliches führt dann oft dazu, dass man im Regen keine Chance mehr hat. Ein großer Pluspunkt für mich ist zum Beispiel auch die Helmkamera, die einfach mega ist, wenn man Nutzer einer VR-Brille ist und man das Gefühl hat, im virtuellen Raum sogar noch einen Helm aufzuhaben. Der VR
VR-Modus funktioniert hier zudem wirklich sehr gut. Übrigens, alle der hier vorgestellten Simulationen haben auch VR-Support. Eine kleine Schwäche dieses Games ist dann allerdings wiederum der Multiplayer, denn das Game an sich ist ja nur für den PC und ist nicht unbedingt das bekannteste und bestvermarktete da draußen, weshalb es auch kaum große Online-Races gibt, wenn man sich mal in den Online-Modus stürzen will. Für Anfänger mit Lenkrad mit PC ist es aber eine der besten Einstiegsmöglichkeiten, um mal die volle Vielfalt des Möglichen zu entdecken. Kommen wir jetzt zum wirklichen König der Rennsimulationen für Einsteiger. Und ich bin wirklich ehrlich zu euch Leute, das Game, was jetzt kommt, hat mich einfach so vom Hocker gehauen und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum ich diese Simulation nicht schon viel länger fahre. Die Rede ist von der waschechten Rennsimulation Race Room Racing Experience für PC. Zugegebenermaßen, auch diese Simulation ist schon etwas in die Jahre gekommen und ist aus 2013 und hinkt deshalb grafiktechnisch zumindest gegenüber Assetto Corsa Competizione auch etwas hinterher, aber wenn es rein um das Fahrerische geht, schlägt diese Simulation zumindest meiner Meinung nach alles andere bisher Vorgestellte. Aber fangen wir doch mal beim Preis an. Ihr könnt Race Room zum einen vollkommen kostenlos über Steam herunterladen und quasi wie eine Demo-Version testen. Ihr habt dann zum Start ein paar Strecken und Autos, mit denen ihr euch austoben könnt. Außerdem könnt ihr jedes Auto in diesem Spiel kostenlos, solange ihr wollt, über den Store Probe fahren und habt, wenn man so will, ein kostenloses Top-Rennspiel fürs Zeitfahren auf einigen Strecken. Wenn ihr euch dazu entscheidet, einige Packs mit Autos oder Strecken zu kaufen, landet ihr auch hier bei maximal 100 € und habt nicht wie bei iRacing ein Abo-Modell, was ihr immer wieder weiterzahlen müsst. Dafür ist leider auch der Multiplayer etwas ausgestorben und ihr habt hier nicht so sehr viel Möglichkeiten, verschiedene Spielmodi zu wählen. Dafür habt ihr einige Strecken, die man in vielen anderen Rennspielen nicht fahren kann und die Autoauswahl ist ähnlich groß wie bei Automobilista 2. Kommen wir aber gleich mal zu dem, warum Race Room bei mir auf Platz 1 landet. Die wahre Stärke dieses Spiels im Einzelspielermodus ist eine adaptive KI und Fahrzeuge mit extrem gutem Lenkrad-Force-Feedback, was alle bisherig vorgestellten Titel um Längen schlägt. Wenn ihr im Einzelspieler im Training oder im Qualifying seid, dann lernt die KI durch euer Fahren auf der Strecke und passt sich, wie ich finde, optimal an und merkt sich eure Bremspunkte und euren Fahrstil. So entstehen irgendwann auch bei erfahrenen Racern Rennen, die extrem viel Spaß machen und dabei fahrt ihr nicht mal online gegen echte Spieler. Die wahre Stärke ist außerdem die Fahrphysik und Reifensimulation und wie die über euer Lenkrad durch das Force Feedback zurückkommt. So spürt ihr zum Beispiel beim Hochschalten allein schon, wie das Getriebe kickt und beim Blockieren der Reifen hat man wirklich das Gefühl, wie wenn die Reifen plötzlich das Vibrieren beginnen oder das Fahrzeug zu arg durch Bodenwellen aufsetzt. Meiner Meinung nach schlägt das sogar alle Assetto Corsa Teile und sogar iRacing. Man muss natürlich auch bedenken, dass es hier auch darauf ankommt, welches Lenkrad ihr nutzt. Habt ihr ein günstiges Anfängerlenkrad mit wenig Widerstand oder Force Feedback, dann spürt man davon vermutlich eher weniger. Hat man aber mal etwas bei den Lenkrad-Feedback-Einstellungen herumprobiert, dann ist das Gefühl hinter dem Steuer einfach unbeschreiblich gut. Und vor allem könnt ihr ja quasi alles kostenlos austesten, was Race Room für mich zum Beispiel gegenüber dem König des Sim-Racings iRacing als absoluten Gewinner in dieser Liste dastehen lässt. Allerdings muss man als echter F1-Fan sagen, dass die heutige Formel 1 mit dem Automodell leider nicht so sehr gut getroffen ist und Fahrzeugklassen wie Formel 2, Formel 3, Formel 4 oder alle anderen DTM-Klassen deutlich mehr Spaß machen. Wenn ihr also Anfänger seid, kann ich es euch nur ans Herz legen, Leute, das Ding einfach mal gratis auszuprobieren. Und wenn es euch im Gegensatz zu mir nicht gefällt, greift auf die anderen Titel hier im Video zurück. Was ist eure Meinung zu meiner Aufstellung der besten Rennsimulationen? Lasst gerne eure Erfahrungen auch hier in den Kommentaren da. Haut für das Video ein Like raus oder abonniert den Kanal, um nicht weiteres zu verpassen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.